Und damit herzlich willkommen zurück. Ich werde das jetzt immer so machen. Das war übrigens Sam and Dave, Hold On, I'm Coming. Dass ich so eine kleine Einblendung von meinen Lieblingsliedern am Anfang mache. Einfach mal so, was mich gerade so beschäftigt, damit man auch weiß, in welcher Lage ich bin, in welcher Situation ich bin, gefühlstechnisch, künstlerisch. Das hier ist ja auch Kunst, auch wenn ich das hier so hinscheiße. Egal. Nichtsdestotrotz werde ich das so machen, wenn es euch nervt. Sagt es, meine lieben zwei Kommentatoren, Justin und dieser mit dem coolen Hintergrund. Wie heißt du nochmal? Warum vergesse ich sowas immer in Aufnahmen? Du kommst in der nächsten Aufnahme. Justin 95 war das, glaube ich, ne? Und der andere ist. Skit, glaube ich, ne? Irgendwie so. Egal. Scheiß drauf. Wir spielen weiter. Einverstanden. Schön, dass du einverstanden bist. Ich sehe das nämlich genauso. So, und ich würde sagen. Mal kurz überlegen. Oh, wir können Brunnen bauen. Das heißt, neue Opportunität. Das heißt, im Klartext auf Deutsch. Also, hier lagen, machen wir unser Lager auf. Neue Mission. Ich weiß gar nicht, was die Ziele sind. Mehr Optionen? Ziele? Hilfe? Nein. What the fuck ist das Spiel hochwendig? Hilfe? Nein. Ziele? Der Lotus-Clan hatte nie viel Respekt vor dem Schlangen-Clan. Mein Volk ist nur sicher, wenn ich hier keinen Stein auf dem anderen stehen lasse. Ich darf nicht versagen. Okay, das kriegen wir hin. Irgendwie, ganz bestimmt. Kein Problem. Zwei Bauernhütten, weil ist sicherer. Bin unterwegs. Das Ganze ist ein riskanter Akt, glaube ich, weil der Gegner sich ziemlich mächtig aufbaut in dieser Region. Auch wenn ich nie diese Mission betreten habe, das ist jetzt totally blind, aber blinded by the light. Und was kostet ein Brunnen? Reis. Okay, brauchen wir ein bisschen Reis für. Dann würde ich sagen, sobald das Gebäude ist, bauen wir dann auch, what the fuck? Reis ab! Ich diene dem Drachen. Ich bin der Fürst der Dunkelheit. Boah. Oh, ich liebe diese Musik. Ich liebe sie. Wirklich. So, einen Brunnen werde ich dann hier im sicheren Gebiet setzen, sofern das möglich ist vom Bauplatz. Boah, die Musik, ey. Wow. Dorfplatz brauchen wir dafür. Badehaus? Okay, scheiße. Scheiße! Deswegen hatte ich Angst vom Lotus-Clan. Nose! Ich hasse den Lotus-Clan. Genau deswegen. Weil die Gegnertypen mir Angst machen. Ich habe ihn geliebt in Online. In Online-Schlachten nicht. Nee, ich habe nie Online dieses Spiel gespielt. Da war ich noch zu jung für. Nein! Bauern vom Gegner! Scheißegal. So, wie komme ich jetzt am kostengünstigsten daran? Ich brauche ein Badehaus. Brauche ich noch 50 Wasser für? Und dann hole ich meinen Dorfplatz. Da brauche ich auch noch Wasser für. Boah, scheiße. Und dann brauche ich meinen Brunnen. Und dann hole ich meinen Schrein und dann. Wird das schon irgendwie klappen? Irgendwie. Ich weiß, das ist jetzt ein ungünstiger Anfang. Hier bezieht der Sack seine Nahrung. Ich würde mal sagen, ich werde den da ziemlich flugs kaputt machen. So, und ich gehorche. Du gehst jetzt auch Wasser holen, mein Freund. Ich sehe vielleicht nicht so aus, ja, aber ihr wisst gar nicht, wie ich aussehe. Zum Glück. Aber ich werde das nicht gefallen lassen. Was mich ein bisschen angekotzt hat bei dem ganzen Spiel ist, dass Kenji, unser Held, immer so aussieht wie so ein Bauer. Wo hier sieht er aus wie Gangplank, so ein bisschen, finde ich. Egal. So. Wörtchen nicht hin. Badehaus. Episch. Bau dahin. So, ich weiß jetzt schon, wo ich meinen ersten Angriff setze, mein Freund. Hier. Gehe ich die Straße hoch und dann habe ich alle Wasserstätten. Weil der Typ wird nicht clever genug sein und sich einen eigenen Brunnen gebaut haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Egal. Badehaus, wofür auch immer. Verwandelt Bauern in elegante Geishas. Transvestiten! Ich gehorche. What the fuck? Und dann werde ich auch gleich eine ausbilden, sofort, weil. Hallo? Ich kann meine Helden heilen? Hallo?
Die Gesamttruppenstärke wird sich dadurch nicht viel verändern, aber trotzdem, eine Geisha ist eine Geisha. Ich kann heilen, hallo. Die werde ich hier hinten parken und dann werde ich es immer nach jeder Schlacht, nach jedem Angriff, den ich abwehre, natürlich abwehre, werde ich dann... Ich bin unterwegs. Boah, was? Wasser kostet der Scheiß auch? Warum kostet das Wasser, eine Geisha auszubilden? Okay, die haben hier so einen Tümpel. Ist verständlich, natürlich. So, als nächstes brauche ich einen Badeplatz. Oh mein Gott, braucht das viel Wasser. Ich gehorche. Die Vögel, die wegfliegen, machen mir Angst. Hoffentlich unbegründet. Was mag in dieser Hütte nur vor sich gehen? Eine Geschlechtsumwandlung. Bauern, die Stugeschas werden. Koexistenz mit Feinden. Egal. Eine Geisha. Auf dem Weg. Heile meine Jungs mal eben schnell. Auf dem Weg. Tü-tü-lü. Ja. Ja. Heilen. Ich folge euch. Wie ihr befehlt. Ja. Heilen. Dank. In Ordnung. Kein Problem. Ich habe hier großen Ausschnitt. Egal. Gehört hier nicht hin. Nackte Frauen und so. Was tust du da? Ich diene dem Drachen. Da hoffe ich aber für dich, dass du dem Drachen dienst. Ansonsten gibt das hier Probleme, Freundchen. Ich folge euch. Ja, das hoffe ich aber auch. So. Und das sind sehr, sehr kleine Reisfelder. Das heißt, wir brauchen schnell das Badehaus. Und dann müssen wir hier expandieren. Nö. Ich weiß, ich habe total dumm gesetzt. Hier oben wäre viel besser gewesen mit mehr Reis und so, aber... Was will man machen, ne? Gegen Dummheit ist eben kein Kraut gewachsen. Ja, mein Fürst. What the fuck? What the fuck? Was für ein Geräusch war das? Scheiße. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Angst, Angst. Okay. Aber er lässt mich größtenteils in Ruhe. Vielleicht plant er einen großen Angriff. Ja, der Wolf ist ja sehr aggressiv, ne? Muss man dazu sagen. Soldaten! Scheiße, 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 scheiße. Ich will keine Soldaten. Nicht, nicht die. Ich habe Angst vor denen, wirklich. Ich habe wirklich von früher noch ganz viel. Oh, braucht nur Reis. Ja, dann bauen wir einen. Kann ja nicht schaden. Habe ich Fernkämpfer? Nö. Scheiße. Scheiße. Wehrt euch, Bauern! Schlacht! Linie halten! Die Geisha muss aus der Schlachtlinie. Raus da. Ihr seid mein Schlacht-Tag-Team. Ihr werdet den Angriff abhalten. Vom Gegner. Scheiße, ich hätte ihn besiegen. Ich hätte ihn besiegen können, als ich noch die Möglichkeit hatte! Oh Gott! Stirb! Attacke! Mikrofon ist an! Gut! So, jetzt gibt's Gegenschlag, Männer! Der Wasserpunkt muss hier von uns gehalten werden, ey. Sonst geht das ja mal gar nicht. Hier. What the fuck? Alles töten hier, aber schnellstens. Für die Ehre. Für den Clan. So, brauchen wir noch Wasser. Das heißt, dieser Punkt muss richtig gesichert werden. Ich mache erstmal das Gebäude kaputt und dann ziehe ich mich da auch zurück. Zweigstelle hier. Vom Lotus-Clan. Der Lotus-Clan, der kann mir nix. Noch nicht. Oh, ich habe volle Reiszeit. What the fuck, sie wehren sich!
Zurück, Männer! Geisha! Du solltest heilen! Hab ich Truppen verloren? Scheiße. Ich habe nur noch meine Helden. Egal. Nicht schlimm. Solange meine Helden noch da sind, ist alles gut. Geisha, wo bist du? Geisha! Oh oh. Wo ist die Geisha? Da ist die Geisha. Heile mich, Mädchen. Ich folge euch. Bin auf dem Weg. In Ordnung. Bin auf dem Weg. Heilen. Wie ihr befehlt. In Ordnung. So, Männer. Jetzt baut ihr mir einen Dorfplatz, damit das klar ist. Denn diese Wasserlauferei, die geht mir auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. Geisha, wir brauchen weniger Ausdauer, wenn sie Verbündete heilen. Natürlich, die Heilkräfte der Soldaten werden gestärkt. What the fuck? Geil. Geisha ist weniger an. Boah, das spare ich drauf. Heil. Soldaten, die sich heilen. Bin auf dem Weg. Ein Brunnen. Hallo, ich liebe Brunnen. Denn jetzt braucht mein Angriffstrupp ich gehe. Da nicht mehr verweilen. Ich bin unterwegs. Kollege Esel, du brauchst da nicht hin. Utili! Ja, mein Fürst. Egal. Lalala. Ich diene dem Drachen. Ich gehorche. So. Ich bin unterwegs. Jetzt löbt das nämlich hier, du. So, mal, so stelle ich mir das vor. So. Wir expandieren. Mal fröhlich. Hier so. Die drei machen das da oben. Dann bauen wir einen Dojo. Dann bauen wir einen Übungsplatz. Ich bin unterwegs. Du baust da mal weiter, Kollege. Untätige Bauern mag ich gar nicht. Wenn ich das mal ehrlich sagen darf hier. Ich gehorche. Drüben. Gebäude, was? Wo? Achso, da oben. Ja, egal. So, ihr baut Reis ab, Kollege. Ich bin unterwegs. Und hier sollen bitte keine Gebäude bauen rauskommen. Die machen das da schon mit dem Reis. Untätige Bauern. What the fuck? So was gibt's? Bestimmt. Bauen wir hier nochmal einen hin. Man weiß es ja nicht. Und da. Bin unterwegs. Ja, mein ich kann diese untätigen Bauern nicht leiden. Vor allen Dingen sind überall. Schreien. Mal gucken, was ein Schrein bringt. Ich weiß es aus dem Kopf, ehrlich gesagt, nicht mehr. Kann aber nicht schaden, da den zu bauen. Ich bin gerade im Kaufdrang irgendwie. Wir haben zu viel Reis, mein Herr. Den Schrein da oben kann ich immer noch neu bauen. Das ist ja nicht das Ding, wenn die Gegner angreifen. Den werde ich nicht sichern. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt mal zwei Bauern. Nahkampftraining? Fernkampftraining, ja. In die Fernkampfschule schicken. Ich gehorche. So. Ich weiß, ich könnte wieder mit dem Wegpunkt die Einheiten auf Auto-Ausbildung hinschicken, aber da habe ich keinen Nerv drauf. So. Gehst da auch rein. Und die anderen untätigen Bauern hier gibt's da nicht. Bei mir gibt's das nicht. Bauen Stallungen. Weil sie es können. Und weil wir dann Pferde domestizieren werden. Boah, was hat der für einen Riesenbogen? Ist mir gar nicht aufgefallen. Der ist ja größer als er selbst. Egal. Natürlich. Besetz den Wachturm, du Held.
So, jetzt haben wir gut Ressourcen, würde ich mal sagen. Und dann heißt das auch ausbilden, ausbilden, ausbilden. Fortbilden natürlich auch. So, dann gehst du dahin, mein Held. Und beschaffest mir ein paar Pferde, wenn ich das so sagen darf. So, meine untätigen Bauern. Was haben wir denn noch nicht gebaut? Wir haben einen Wachturm. Was brauchen wir denn dafür? Eine Boah, kann man die aufrüsten? Dorfplatz. Gebäude zerstören. Nein, auf keinen Fall. Wachturm, Dorfplatz, Badehaus, Dojo, Bauernhütte, Übungsplatz, Stallungen, Brunnen, Schrein, reparieren, Reis bewässern. Nee. Dann geht ihr mal alle fix in die Ausbildung. Denn Bildung ist gut. So, meine Bogenschützen besetzen mal die Mauern. Was bringt der mir denn? Der Schrein. Entfesselt die verborgenen Kräfte einer Einheit durch Meditation. Yang, bräuchte ich noch einen? Das wäre nicht schlecht. Ding, drin, dün, 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 dün. So, untätige Bauern. Ihr Hunde. Du bewässerst den Reis. Genauso wie du. Du bewässerst auch Reis. Und einer von diesen Helden da bewässert, ja, erntet den Reis, genau. Genau wie du. Machst du auch. Machst du gut. Und die da oben haben genug Reis, die haben nahe zu tun. Und dann komme ich gut an Ressourcen, würde ich mal sagen, ne? Schön. Geh da mal gleich rein. Macht Krieger unempfindlich gegen Schaden, aber sie werden bewegungsunfähig und verlieren Ausdauer. Das ist eine Fähigkeit, glaube ich, ne? Was ich noch wissen wollte, ist, kann man eine Geisha in... Nein, kann man nicht. Kann man einen Lanzenträger da... Nein, kann man nicht. Schade. Kann man einen Lanzenträger nochmal in eine Ausbildung? Nein, kann man nicht. Okay, weiß ich Bescheid. Wachturmangriff benommen. Cool. Cool. Ich glaube, ich greife wieder mit einer Horde von Drachenkriegern an. Und Kieschild. Schöne Fähigkeit. So. So, ihr holt euch Pferde ran. Kollegen. Allesamt. Ich folge euch auf eurem Weg. Weil er holt ja auch Pferde ran und das macht er nicht ohne Grund. Also, komm. Was laber ich da für eine Scheiße? Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm ist das wieder heute mit mir. Oh, das mit dem bewässerten Reis funktioniert aber gut. Hätte ich nicht gedacht. Aber vor allen Dingen da oben kriege ich viel Reis, Leis, allein. So, einen von denen werde ich hier nicht brauchen. Dich. Ich bin unterwegs. Du gehst in die Ausbildung. Ich brauche einen, der wässert. Ich brauche auch keine... Ich brauche eigentlich nur einen, der da Wasser abgibt. Bin unterwegs. Du gehst auch in die Ausbildung. Ich brauche nur einen... Boah, wie das gut mit Wasser funktioniert. Man braucht nur einen Brunnen und ein Männchen. Und das macht die ganze Zeit laufen. Einer wässert da oben, einer holt ab. Ja, das läuft auch. Ja, mein Fürst. Dann gehst du auch in die Ausbildung. Da haben wir da oben ein Männchen dafür. Ich würde sagen, hier unten reicht auch einer eigentlich. Ich gehorche. Ja, mein Fürst. So, dann habe ich hier oben mehr als genug Männer. Dann kann ich da auch noch einen abziehen. Ja, ich fange jetzt an, richtig massiv zu rekrutieren. Ihr werdet auch sehen. Bin unterwegs. Ich gehorche. So, werde ich angegriffen. Fuck. Die 1 geht rein, die 1 geht rein, die 1 geht sowas von rein. In mir findet ihr euren Meister. Du hältst Abstand.
Raus da, Mädchen, raus da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das läuft doch mal sehr gut. Mit einem Heiler macht das gleich viel mehr Spaß. Ja. Lief doch gut. Das ist mein mobiler Einsatztrupp. Der Bauer geht dafür dann nach oben. Ja, gut. Wir haben Verluste erlitten. Kein Problem. Boah, episch. Mein Heer. Bin unterwegs. Gehst du jetzt nach da oben und holst Pferde ran. Mir egal, du musst arbeiten, Männer. Männchen, Männer. Plural, Singular, scheißegal. Du sollst Pferde ranholen. Ja, mir egal, wie du das machst. Ah, die Stimmen sind echt der Hammer. Ich liebe diese Synchrosprecher. Ich diene dem Drachen. Ich bin unterwegs. Tü-lü-lü. Hol ran, Mann. Das ist eine ganz schön heftige Truppe, wenn man sich das so anguckt. Wo ist eigentlich meine Tante? In Ordnung. Steht die da oben noch? Bin auf dem Weg. Auf dem Weg. Ja. Und warum ich die Leute hier nicht auf Pferde stecke, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich speichere mal zwischendrin, weil der Lotus-Clan ist sehr inaktiv und dann nutze ich das, glaube ich, mal aus. Um mal einen Speer loszuschicken. Ja, ein Speer. Um zu gucken, ob der Gegner nachbaut überhaupt oder ob Gebäude permanent dann kaputt sind bei einem Gegner. Also hier hat er zumindest nicht mehr gebaut. Das ist schon mal erfreulich. Vielleicht braucht er die auch einfach nicht mehr. Ist natürlich die andere Möglichkeit, die jetzt sein könnte, aber... Ich werde jetzt gleich mit einer Kavallerieschwadrone anrücken. Aus gutem Grund. So. Das System lübt doch wunderbar, oder, Leute? Guckt euch das mal an. 1A läuft das. Ich weiß, ich spiele sehr passiv am Anfang, aber... Kennt ihr Wayne? Kennt ihr alle? Okay, danach, wenn man aus der Stallung... War das gerade ein Angriff? Nee. Gut, das war nur ein Geräusch. Danach geht ihr dahin. Damit ich ganz klar unterscheiden kann... Ich liebe, wenn bei sowas Ordnung steckt. Boah, bitte nicht angerufen werden. Okay, war nur ein kleines... Kennt ihr das? Egal. So. Meine Drachenkrieger. Ich glaube, ich bin ganz gut gesichert mit 3 Sundtürmen, ne? Mit Männchen drauf. Ja, doch schon. Was mich ankotzt, ist, dass man nur eine Population von 30 hat. Ich würde gerne ewig weiter produzieren. Immer, immer weiter. So, die machen, glaube ich, auch schon gut was kaputt. Dun, 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 dun. Also ab 20 bekommt man auch nicht viel Bauern nach, muss man dazu auch sagen. Steckt irgendwas in der Produktion bei mir? Ja, da. Shinto Schrein. Ich brauche unbedingt Yang-Punkte. Einen noch. Dann heilen sich meine Männer. Da brauche ich nicht mehr heilen. Gehen in die Schlacht. Ich warte im Moment und die sind wieder voll. Hoffe ich zumindest. Irgendwie. Das ist der Anführer. Er hat einen weißen Schimmel. Was ich wieder laber. Egal. Oh, Angriff! Der Schwanzkrieger! Der Vorteil, den man ganz eindeutig hier hat, ist... Oh, 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 Mädchen, raus da, raus da, raus da. Ist... Oh, oh. Das... Oh, ist das laut. Raus da, Mädchen. Heil dich selbst. Der Vorteil darüber, was ich gerade sagen wollte, der Vorteil ist, den man gegenüber dem Lotus-Clan hat, ist, dass der Lotus-Clan keine wirklich schnellen Angriffe vollführt. Zumindest jetzt noch nicht. Heil dich selber, Mädchen. Auf dem Weg. Oh, so eine Schwadrone von Heilerinnen wäre, glaube ich, auch nicht schlecht.
Die sich dann untereinander alle heilen. Wenn die Auto-Heal hätten, das wäre so eine Imba-Truppe. Danke. Boah, macht die Auto-Heal? Da wäre die mir gleich 10-mal sympathischer. Auf Anhieb. Was treibst du da? Nicht gammeln. Gut. Gut, gut, gut. Ich herrsche hart. Sie lieben mich, weil ich hart bin. Von wo war das? Ihr werdet mich nicht mögen. Ah, guter Film. Wie heißt der nochmal? Fuck, Stanley Kubrick. Jawohl, Sir. Sergeant Paula. Private Paula. Wie heißt der Film? Scheiße, ich habe gerade Brett vorm Kopf. Und Holz vor den Hütten. Nein, habe ich nicht. Wie heißt der nochmal? Stanley Kubrick. Nicht Odyssee 2001, nein. Ich kann euch alles über diesen Film erzählen, aber mir fällt der Name nicht ein. Oh Gott, schlimm. Hier, Kugel. Egal. So, fällt mir bestimmt gleich ein, wenn die Aufnahme gestoppt ist. Ich kenne mich doch. Werden wir jetzt mal vorrücken. Und ich vermute ihn natürlich bei Nahrungsquellen, denn das wäre strategisch intelligent. Und da ich ja einen recht schnellen Einsatztrupp hier habe. Ich folge euch auf eurem Weg. Ich folge euch. Hier sitzt er schon mal nicht. Hier sitzt er! Oh mein Gott! Müllwerfer! Oh mein Gott, Müllwerfer, ich hasse sie. Oh, ist ja gut. Oh, toll, ey, jetzt habe ich hier Kaputnik dabei. Die müssen ja bei irgendeiner Reisquelle sitzen. Der kann ja nicht ohne Nahrung zurechtkommen. Ich klapper die einfach alle ab. Da war er nicht mehr. Da habe ich ihn in seine Hütte genommen. Weiter. Da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. Unbewacht! Angriff! Macht alles kaputt! Weiter. Männer! Attacke! Oh, ich habe 4 Young-Punkte. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, meine Freunde. Meditation. Oh, schön. Jetzt geht's rund, Jungs. Jetzt geht's rund. Ich glaube, dass dadurch, dass es die erste Mission gegen den Lotus ist, ist es ziemlich leicht. Der Dorfplatz. Schön. Wenn der kaputt ist, dann... Hier, aufreiten. Ah ne, der ist noch auf dem Pferd. Aufreiten! Haben wir noch irgendwo Pferde rumstehen? Nö. What the fuck? Angriff des Lotus! Sehr gut, Kampfschrei! Gehst mal ganz flugs wieder in die Ausbildung, Kollege. Hervorragend abgewehrt, Männer. Das war 1A. Mit Sternchen. Wegen sowas lasse ich immer noch Männer zurück. Damit die hier in Angriff führen können. Das ist so eine gezielte Offensive von mir. Sprichst Speer los, wegen Ausdauer. Dann die Infanterie hinterher. Und noch ein Trupp, immer meistens die Helden, eigentlich aus Sicherheit, damit sie nicht sterben. Wo will der hin? Zurücklassen. Wo wollen die hin? Reiten! Schnell! Diese Hunde!
Der baut nach, der Hund. Dieser Hund. Kaputt schießen. Wo will der hin? Wo willst du hin? Okay. Männer. Weiter. Ich folge dem Drachen. Da geht's hin. Ich kann die gar nicht alle auswählen. Ich folge euch. Hallo. Ein schönes Spiel. Wenn man gewinnt. Oh, hallo. Da wird was Neues gebaut. Hallo. Kommt doch mal alle her. Ja, fein. Na, haben wir noch Bauern? Na, sind hier noch irgendwo Bauern? Ich folge dem Drachen. Okay, schicken wir mal wieder einen Kavalleristen vor. Den da nämlich. Oh, hi. Ich folge euch. Einfach mal vorreiten, Kollege. Hallo. Immer ein Stück nachrücken, er rückt vor. Sehr gut. Hallo. Ihr rückt am besten mal nach. Boah, die regenerieren sich richtig schön. Finde ich gut. What the fuck? Rein da, Männer! Epischer Kampf. Der Gegner hat noch ordentlich was. Ich unterschätze den, glaube ich, gerade. Okay, schauen wir mal anhand seiner Regeneration, wieso die Regeneration von dem Youngling funktioniert. Oder an seiner am besten. So, die beiden lasse ich da. Mal gucken, wie die sich regenerieren. Werden wir jetzt sehen. Oh, hallo. Boah, der ist schon... Boah. Guckt euch das mal an, wie der sich... Heftig, wie der sich regeneriert. Echt nicht schlecht. Oh Gott, was hat der denn hier noch alles? Ich überrenne den einfach. Keine Chance und keine Gnade. Lotus Clan hat sich echt breit gemacht, muss man mal sagen. Das Problem ist, dass ich nicht zwischen den verschiedenen Völkern variieren kann. Also ich habe nicht die große Auswahl, wie wenn ich zum Beispiel jetzt den Lotus Clan spielen würde. Aber man hat eine Variation an Gegnern. Das ist auch nett. Ja, der Lotus Clan ist eigentlich so... naturgebunden. Doch, kann man schon sagen. Hallo. What the fuck? Gegnerische Außenposten. Die Vergeltung des Drachen. So. Was haben wir denn hier Schönes? Ach, hi. Sieht wohl so aus, als würde ich da scheitern. Boah, what the fuck? Was hat der Gegner alles? Aber es war ein guter Vorstoß. Es war nicht der Endsieg. Aber ein guter Anfang. Boah, schön. Alles kaputt machen. Der wieso hat der so viele Türme? Ist ja abnormal. So, die schicke ich dann auch nochmal gleich rein, am besten. Ne? Das läuft gut. Das auch. Das auch. Da wehrt sich noch was.
euch hole ich da mal ganz schnell raus. Hier soll ich mal regenerieren, Männer. Männer, das geht so nicht. Dahin. Lalala, ich zerstöre ihn und er wehrt sich nicht. Das macht irgendwie nicht so viel Spaß, wie wenn er sich wehrt. Er müsste so einen offenen Schlagabtausch machen und dann verlieren. Und dann, das wäre gut. Das wird Spaß machen. Egal. Nicht weiter schlimm. Drim. Ja, drim. Genau. Und da wehren sie sich wieder. Oh Mann, ich will euch doch nur aus dem Kampf haben, Männer. Außenbereich, Männer. Ihr sollt euch regenerieren. Sehr gut. Regeneriert ihr euch auch schön? Brav. Du kannst wieder kämpfen. Fein. Attacke! Bevor er da ist, ist die Schlacht schon vorbei. Das Ding ist gemein. Vogelhaus. Da kommen so eine Vogelpsychos raus. Ich kenne das noch. Hatte ich immer Angst vor. Ich hatte immer Angst vor dem Lotus-Clan, weil er die gemeinsten Einheiten hatte. Die unberechenbarsten mit den übelsten Splash-Angriffen und allem Möglichen. Hervorragend. Ich kann immer weiter nachrekrutieren und er kann es gerade so halten. Mit seinen Männern. Oh, hallo. Wie geht's euch? Wie geht's denn so? Ich bin Lenio. Darf ich mich vorstellen? Handshakes! Dom, 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 dom. So, wann kommt denn die nächste Verstärkung? Schade. Ich habe immer noch 25 Mann. Was geht hier ab? Ich verliere kaum Männer. Attacke! Diese Vogelmänner, das sind die mit den Ring um den Kopf. Die fand ich immer am gemeinsten. Schön, er macht das ja ganz alleine kaputt und der Gegner wehrt sich kaum. Schön. Und du kämpfst bitte mit. Hervorragend. Mein Mann am Boden, aber kein Problem. Du gehst gleich weiter, weil das ist, bevor du da bist, kaputt. Oder so ungefähr. Oh, da wehrt sich wieder jemand. Tü-lü-lü. Wir schlachten uns durch die Gegend. Ich folge euch. Einfach, weil es Spaß macht. Hallo. Ich folge euch auf eurem Weg. Es wird Blut fließen. Es werden Köpfe rollen. Attacke! Der Sieg wird uns Ehre bringen. Da ist schon wieder der Spinnermann. Und da unten geht's noch viel weiter, ey. Was zur Hölle? So viel wie ich kaputt machen kann, der baut sich schon wieder auf. Das kann doch nicht angehen. So. Jetzt habe ich wenigstens zwei Trupps, wenn man so will. Du gehst auf passiv. Du gehst auf passiv. Passiv, habe ich gesagt. Passiv. Kennst du passiv? Selbst wenn der Gegner dich haut, wehrst du dich nicht. Haben wir uns verstanden? Sehr gut, dass wir uns da einig sind. Oh Gott. Die Gegner machen mir Angst. Machen mir richtig Schiss gerade, ey.
vorwärts. Oh Gott, ey. Viel zu schlimme Einheitentypen. Was ist das? Hexenmeister, ey. Zur Hölle mit ihm. Bin Krieger des Lichts. Tötet ihn! Er muss fallen! Ey, der muss fallen! Was ist denn das für ein Übergrubenlord, ey? Fall doch endlich, ey! Mann! Kennst du passiver Mod? Sagt dir passiver Modus was? So. Du heizt dich mal wieder auf Gelb hoch, bitte. Danke. Sag dir passiv was? Ey, die beachten meine Befehle nicht. Egal. Oh, wieder so ein Vogelmann. Hallo, da ist die zweite Truppe. Ich liebe es. Oh, Pferdeflüsterer. Komm schon. Gut, keine Pferde mehr. Dann gehst du jetzt in die Ausbildung. Haben wir uns verstanden? Hat mein Papa auch gesagt. Wenn es mit den Pferden nicht klappt, geh in die Ausbildung. Nee, hat er nicht. Egal. Zauberturm! Mit Schwerterkraft kaputt gehauen. Warum müssen die Gegner sich immer so übermäßig ausbauen? Bete zu Allah. Das sieht nach einem Sieg aus. Ich weiß, es ging vielleicht schneller mit den dreien, aber das ist mir zu risikoreich. Die sind mir zu wichtig. Bin ich ganz ehrlich. Aber Reis und Wasser ist perfekt so. Das ist echt geil. Ich liebe das. Und irgendwo bezieht er noch Bauern her. Man weiß nicht wo. Ich tippe hier irgendwie. Da. Man weiß es nicht, ne? Aber wir werden es rausfinden. So, Männer, wir durchkämmen jetzt die Wälder. The Woods. Bis einer von euch auf sie trifft. Irgendwo müssen sie ja sein. Vielleicht mal da so gucken. The Shire hängt über uns. Oh, wehe, der baut sich jetzt wieder auf oder irgend so eine Kacke. Vorwärts. Ich folge euch. Ich durchkämm hier alles und. Da ist er doch. Hallo. Ich würde sagen, mein Hauptstoßtrupp sollte da jetzt auch mal schnellstens rein, bevor er in Bedrängnis durch Massenbauern kommt. Der versucht sich ernsthaft wieder hochzuwirtschaften, der Arsch. Aber er hält sie gut auf. Hervorragend. Schlachtet sie! Oh Gott, der hat ja noch mehr. Stallung, alles. Ich habe zu viele Young-Punkte, soll ich mal ausgeben. Kunst der Messe, keine Ahnung. Gehen wir das einfach aus, Fallkunst. Ist egal. Hufeisen. Ich hab's ja. Zack, zack. Wo willst du das überhaupt hinbringen? Kollege. In diese Richtung. Das heißt, der hat da noch irgendwo was. Irgendwo hat der da noch was. Darf eigentlich nicht, aber...
Vergeltung des Drachen. Ich finde, ihr bleibt da mal stehen. So. Durchatmen. Ich folge euch. Das ist schön für dich. So. Irgendwo muss der nette Mensch ja noch sitzen. Och Mann, der muss doch mal kaputt gehen hier, Mensch. Vorwärts. Tün, 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 tün. Ich folge euch. Vorwärts. Zum Sieg. Ich folge euch. Das ist schön für dich. Och Mann, was gibt's jetzt noch zu erzählen? Nichts. Gar nichts. Mann. Blöd. Der sitzt noch irgendwo. Irgendwo hat er, baut er sich jetzt wieder sein Imperium hoch und ich komme nicht an ihn ran. So, dann such du da oben mal. Du Männchen, gehst zu der Reisquelle. Wir machen jetzt Reisbeobachtung. Spannend. Wächst er noch? Fällt er um? Wen interessiert das? Wo immer ihr mich auch hinführt. Ich folge euch. Ich folge dem Drachen. Hab ihn. Gotcha. Aber das macht er alleine. Ich mache jetzt Reisquellensicherung, ganz ehrlich. Mir egal, ob der da oben ganz alleine lange braucht, um sich da durchzuwemsen, aber... Oder ob er es vielleicht sogar gar nicht schafft gegen drei Bauern. Sollte er aber eigentlich mit so einem Schwert... Ich habe sämtliche Quellen abgesichert und das war's. Schwarzer Bildschirm. Auf Doom. Rauch aus dem Drachenturm. Grünsch. Ja, ich sehe es. Dort ist ein Dorf. Wenn die Soldaten des Lotus schon so weit im Süden plündern... Haben Sie Schlangenholm bereits eingenommen? Das ist nicht der Lotus-Clan. Mit dem Schlangenauge erwacht auch der Drache. Was? Er will uns damit sagen, dass wir uns beeilen sollen. Der Drache sagt, wir sollen uns beeilen? Es heißt nicht umsonst der Drachenturm. Die Männer sollen weitermarschieren. Heute Nacht rasten wir wieder nicht. Die habe ich gar nicht produziert. Egal. Kring, dim, 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 Battle Realms. Actionmusik. Schlangenholm. Wow, wow, wow. Die anderen Clans sind auch hier. Was für Hände der hat. Sie haben es auf das Auge abgesehen, nicht auf mich. Es sind viele.